GeoGebra kann wunderbar explizite Differentialgleichungen erster Ordnung lösen, damit Sie das für die Zukunft als Kontrolle jeweils nutzen können und dabei gleich auch immer noch die grafische Repräsentation erhalten, zeige ich Ihnen hier, wie das geht. Wir machen das ganz konkret am Beispiel der Differentialgleichung y' gleich 2 mal xy mit der Anfangswertbedingung 0,3. Wenn Sie sich das Ganze anschauen in unserem Beispiel, wäre die Eingabe löse DGL 2x mal y, also Sie geben nur die rechte Seite ein und den Punkt 0,3. Und Sie können das Ganze auch allgemein machen, dann heißt das Ganze löse DGL 2xy und dann erhalten Sie die allgemeine Lösung. Lassen Sie uns das vielleicht mal gemeinsam in GeoGebra direkt anschauen. Sie sind jetzt in der GeoGebra-Anwendung und Sie sehen hier einmal die das algebraische Feld. Sie sehen auch das Koordinatensystem hier an der Stelle. Wenn Sie jetzt auf Eingabe drücken, das sieht jetzt hier bei mir so aus, können Sie hier oben löse DGL eingeben und Sie sehen, es öffnen sich schon mehrere Möglichkeiten. Wir nehmen mal direkt diese Lösung, die wir hier an der Stelle haben. Und müssen jetzt die Werte einsetzen. In unserem Fall war das jetzt also die Differentialgleichung y' gleich 2xy. Und als Punkt haben wir gesagt, nehmen wir die Anfangswertbedingung 0 und 3. Und können auf Enter drücken. Das braucht einen Moment, aber Sie sehen, dann taucht hier direkt auch diese Lösung auf. Jetzt etwas anders skaliert, als Sie es bei mir auf den Folien gesehen haben, aber die Lösung ist exakt da und Sie sehen auch direkt den Term im algebraischen Feld angegeben. Machen wir das Gleiche jetzt nochmal, nehmen wir die mal wieder raus, damit wir ein bisschen einen Überblick haben und schreiben jetzt nochmal löse Differentialgleichung und wir wählen jetzt die allgemeine Lösung, also geben keine Anfangswertbedingung an. Nehmen aber wieder die gleiche Differentialgleichung, 2xy, drücken auf Enter und jetzt sehen Sie, löst an der Stelle GeoGebra Ihnen nicht nur die Differentialgleichung, sondern es erzeugt auch direkt einen Schieberegler, mit dem Sie jetzt verschiedene Werte von c einsetzen können. Dann können Sie jetzt hier verändern und können für verschiedene Anfangswertbedingungen, für verschiedene Konstanten hier jeweils die Lösung auch berechnen lassen. Sie können die sogar, wenn Sie wollen, animiert sie berechnen lassen. Ja? In verschiedenen Geschwindigkeiten. Ja, die verschwindet jetzt hier, weil sie natürlich für negative c nach unten geht. So sieht das Ganze also in GeoGebra aus. Das heißt, Sie haben da, wann immer Sie jetzt bei unseren Übungen Differentialgleichungen lösen, immer die Möglichkeit, das auch mit GeoGebra überprüfen zu lassen. Nehmen wir das nochmal weg. Eine Sache, die ich Ihnen hier, wenn wir jetzt gerade schon da sind, gerne noch zeigen möchte, ist, wenn Sie hier löse Differentialgleichung eingeben, dann schlägt er Ihnen ja verschiedene Sachen vor. Die ersten beiden, löse DGL und löse DGL mit Punkt von f, haben wir jetzt angeschaut und das sind die sogenannten analytischen Lösungsmethoden. Intern macht GeoGebra da nichts anderes, als diese Trennung der Variablen durchzuführen. Diese anderen drei Möglichkeiten, die GeoGebra vorschlägt, wo Sie sehen, Start x, Start y, Ende x und die Schrittweite, das sind numerische Lösungsmethoden, die wir uns im dritten Teil dieses Kapitels auch nochmal gemeinsam anschauen werden.